Neu! Minecraft-Guru-Meditation. Ist eine Guru-Meditation. Ja, bei Minecraft stimmt was nicht. Bei Minecraft stimmt alles nicht. Ja, dann lass uns da doch mal reingucken. Oh mein Gott, das kann nicht dein Ernst sein. Schon wieder so Minecraft-YouTube. Ja, herzlich willkommen hier bei Psionpark Video und Minecraft Guru Meditation. Es geht mal wieder um nacktes Überleben. Das ist das Video wieder, was ich eigentlich euch von Donnerstag aus schuldig bin. So war es zumindest eigentlich geplant, aber ich hatte es ja schon gesagt, ich habe da so im Moment einige Probleme mit dem Timing, aber naja, gut. Nacktes Überleben, da geht es heute noch einmal weiter. Und zwar schauen wir da einfach mal so ungefähr zu den Anfängen, wie es begonnen hat. In der Regel habe ich ja meine Games hier vorne auf Psionpark Video MGM 2 auf den Realms gespeichert. Das hat den Vorteil, dass zwischendurch immer wieder Sachen mal abgespeichert werden. Ich will das mir eben kurz zeigen. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, eine Welt herunterzuladen. Nein, das war es jetzt nicht. Irgendwo im Spiel war die Möglichkeit. Achso, ja, genau. Müssen wir erstmal ins Spiel rein. Das ist also auf den Realms von Microsoft quasi. Wenn wir Minecraft zocken. Da haben wir die Möglichkeit, hier mal einmal kurz auszusteigen. In den Einstellungen gehen wir mal hier vorne kurz ran. Und da haben wir hier irgendwo, müsste das sein, die Spiele. Und ihre Speicherung, Sicherung. Hier vorne, da haben wir es. Und seitdem hier gespielt wurde, wird das eigentlich gesichert. So, und jetzt habe ich mal ein Spiel heruntergeladen. Da muss ich jetzt auch noch mal gucken. Einen Schritt zurück. So, und das ist jetzt nur noch mal zur Erinnerung, wie das so ungefähr angefangen hat. So, jetzt scroll ich mal hier ein bisschen hoch. Und wir schauen mal hier, Psionpark Video, Kopie, Überleben. So ungefähr hat das hier angefangen. Das heißt, ich bin quasi in die Welt gekommen, hier in Minecraft. Das habe ich euch letztes Mal gezeigt. Das war hier die Bergbude, die Berghöhle, die ich hier entdeckt hatte. So, und jetzt gehe ich mal einfach mal hier vorne raus. Das, wie gesagt, nur so zur Erinnerung. So, Tür wieder zumachen, obwohl es ja eigentlich egal ist. Naja, ist so ein bisschen Gewohnheit. So, jetzt gehe ich mal hier runter. Und so, da, so sah das vorher mal aus. Das war dann halt hier der Berg. Da habe ich dann halt, könnt ihr euch vergleichsweise nochmal ansehen. Zwischendurch war es dunkel und ich habe zwischendurch zur Orientierung Beleuchtung setzen müssen. Auch hier war übrigens im Game keine Koordinaten angezeigt. So, und hier ging es dann zu meiner Hütte. Ja, so hat das ungefähr angefangen. So sah die ganz am Anfang aus. Da war der Eingang und eigentlich nicht so viel los. Recht spartanisch, wenn ihr euch erinnern möchtet. So sah das aus. Jetzt habe ich das Problem gehabt, dass ich mich ja irgendwo ernähren musste. Das heißt, ich habe... na, Tür auf. Ich musste ja jetzt von irgendwas leben. Und naja, hier auf die Pirsch zu gehen mit den Monstern, das war schon ziemlich gefährlich. Zumal ich jetzt nicht so die Deckung hatte, keine Rüstung und so weiter. Und das heißt, ich musste mich hier irgendwie ein bisschen verbessern. Ich musste Rüstung sorgen, ich musste gucken, dass ich Nahrungsmittel und so weiter bekomme. Das ist ziemlich schwierig. Das heißt, ich muss
musste eine Farm anlegen. Und das habe ich dann auch gemacht. Hier steige ich jetzt dann nochmal aus. Das war, wie gesagt, nur so zum Gucken, mal um es Revue passieren zu lassen. So, und jetzt hat sich jede Menge getan. Ich hätte das gerne in einem Livestream gepackt, aber es ist halt irgendwie nicht so. So, jetzt muss ich mal einmal gucken, wo bin ich jetzt hier? Jetzt bin ich gerade selbst ein bisschen perplex. Oh, da kam jetzt wieder so ein Greifer, so ein Vogel. Hier vorne an. Wo war ich jetzt hier? Ach so, hier war ich. Genau. So. So, jetzt gehe ich erstmal hier vorne rein. Die Tür mache ich mal zu, damit da keiner reinkommt. So, und jetzt schauen wir mal oben aus dem Fenster. Und ihr seht, da wo eben noch die Bude war, da hat sich jetzt jede Menge getan. Ich sehe, im Hintergrund geht die Sonne auf. Und ich habe jetzt hier auch, wie man oben links sieht, die Position, die Koordinaten. Die habe ich jetzt hier vorne wieder drauf. Und auch eine Karte habe ich mir gemacht, wie man in der Nebenhand sieht. Oh, jetzt geht die Sonne auf, vielleicht sind wir noch ein, zwei Monster da, aber mittlerweile habe ich ein Schwert. Ja, ich habe jetzt nur hier mal ein Steinschwert, das reicht erstmal. Rüstung habe ich auch. Insofern tut so ein Hieb jetzt nicht mehr ganz so weh. So, und hier hat sich nämlich allerhand vertan. Hier das Stückchen, das ist mal bombardiert worden von einem Creeper oder sowas, der direkt da explodiert ist. Und dann muss ich das hier wieder neu herrichten. Und naja, bei der Gelegenheit habe ich dann hier vorne so ein bisschen ausgebaut auf der linken Seite. Habe hier so ein paar kleine Stufen hier vorne gemacht. So. Und naja, habe das hier vorne so ein bisschen nett aussehen lassen. Ihr habt jetzt gerade im Hintergrund gesehen, ein bisschen Wasser. Ja, ein bisschen Wasser ist da vorhanden. Und so sieht das jetzt aus. Es hat sich also schon jede Menge verändert, wie ihr seht. Und ja, hat wohl bis dahin schon mal Spaß gemacht. Es ist auch viel improvisiert und naja, so eine Gegend wächst halt Stück für Stück und man improvisiert halt viel. Man probiert den einen Weg oder den anderen, dann gelingt das eine oder andere nicht. Dann probiert man halt ein bisschen was anders. Und aus der Hütte, das ist ja nur die jetzt hier diese Berghütte, wo ich mal Unterschlupf gesucht habe, da habe ich jetzt ein bisschen ausgebaut. Oben seht ihr, hier vorne, da ist ein Zombie oben. So, und jetzt gehen wir einfach mal, schwenken wir einfach mal nach links herum. Da habe ich nämlich die Grünfläche so ein bisschen erweitert. War auch ein bisschen Arbeit. Und naja, was für eine Arbeit das war, seht ihr jetzt ein bisschen hier. Ich habe jetzt also, ich war ja im Nether und im Nether habe ich das Problem, ich kam an die Viecher nicht dran oben, an die Fliegenden. Wie heißen die? Ghasts oder so ähnlich. Da kam ich halt mit dem Schwert nicht dran und die haben mich von oben befeuert. Das heißt, ich brauchte einen Bogen. Einen Bogen habe ich gehabt, aber ich habe nur drei Pfeile oder was gehabt. Kam also an die Viecher nicht dran. Naja, dementsprechend brauchte ich aber, um Pfeile zu machen, brauchte ich Federn. Um Federn herzustellen, brauche ich halt hier die Hühner. Und da habe ich mir so Hühner gesammelt und so ein, zwei dann ein bisschen gefüttert, vermehrt, Eier eingesammelt und so weiter. Das könnte ich eigentlich gleich nochmal wieder tun und es euch dabei noch ein bisschen erzählen. So. Ab und zu hauen die natürlich immer wieder ab. Da muss man immer gucken, dass man hier rechtzeitig das Gatter wieder zumacht. Ist vielleicht ein bisschen tricky. Mal hier ein bisschen einsammeln. Ein paar Eier einsammeln. Ist natürlich ein bisschen tricky, weil die Viecher unheimlich gerne wieder abhauen. Und gern ins Freie gelangen. Dann machst du die Tür einmal auf, dann schwupp sind die da durch. Oh, da hinten ist eine Spinne. Oh.
Zack. Zack. So ist das schon mal erledigt. Mal Schwert wieder beiholen. Aufmachen. Durch. Zumachen. Ne, war aber nicht ganz durch. Doch. So. Haben wir die Spinnenteile schon reingezogen? Ne. So, jetzt müssten wir sie aufgezogen haben. Habe ich die Teile jetzt? Jo. So, und ich habe mir natürlich ein paar Schafe gesammelt und ein paar Kühe und habe die sich dann so ein bisschen vermehren lassen. Und eingefärbt habe ich sie auch schon mal, wie man sieht. Ganz am Anfang war hier kein Überdach. Jetzt sind die Creeper und Monster von oben runtergefallen und ja, haben mir hier unten ein bisschen Theater gemacht. Wenn die jetzt runterfallen, fallen die nur noch jenseits des Zauns, also kommen hier nicht mehr direkt rein. Und ja, das macht vieles ein bisschen einfacher. Ein bisschen Schutz, Überdachung und so weiter, da kann man sich die Monster schon mal so ein bisschen fernhalten. Auch hier vorne habe ich das jetzt überdacht. Und damit die so ein bisschen geschützt sind, die Viecher, und ich die Monster nicht direkt vor der Tür habe. Das geht dann hinten noch ein bisschen weiter rum. Können wir uns auch mal eben ansehen. Ist ja schnell rumgelaufen. Ein paar Bäume habe ich hier gepflanzt, hier vorne noch ein bisschen grün gemacht. Und ich brauche halt die Viecher, um A, so ein bisschen mich zu ernähren, um Leder zu haben, damit ich die ein oder anderen Rohstoffe herstellen kann. Hier habe ich Bäume wieder nachgepflanzt. Einfach, um nicht immer so weit gehen zu müssen. Und ja, warte, einen Augenblick. Hier vorne der Trieb ist nicht ganz rausgekommen, schade. Naja, aber es geben hohe Bäume hier vorne. So, gucken wir uns das Ganze doch mal von innen an. Hier vorne habe ich dann ein paar Glasfenster reingemacht. Die kann man ja schön machen mit Sand. Kann man ja schön Glas rausmachen. So. Die Kleinen, wenn die Junge gekriegt haben, die sind dann übrigens durch ein so ein Fensterchen sind Babyschafe durchgekommen und Babykühe. Ja, und dann hatte ich die plötzlich alle wieder in der Bude drin hängen, war nicht so gut. Hier ist auch einiges passiert. Ich habe euch, glaube ich, letztes Mal schon gezeigt. Hier hatte ich dann meine Ernte, da hinten wächst der Bambus, hier vorne ein bisschen Weizen. Das habe ich dann hier angelegt, hier vorne ein bisschen Wasser, damit das auch gedeiht. Und so, wollen wir mal gucken. Da hat sich also nicht so viel verändert. Hier habe ich die Bücherei so ein bisschen erweitert, um Gegenstände zu verzaubern. Hier ein bisschen die Schmiede ein bisschen gemacht. Hier vorne, das war das Schlafzimmer. Da hatte ich ja das einzelne Bett stehen und das, auch das ist mit dem Creeper wieder weggesprengt worden. Das war nämlich der Grund, warum ich dann unter anderem das Dach hier gemacht hatte. Der ist mir direkt hier vor der Hütte weggeknallt und hat dann hier das ganze Schlafzimmer weggerockt. So, jetzt habe ich aber zwei Betten reingemacht, wenn mal Gäste kommen. Ja, das habe ich also wieder hergerichtet, habe es diesmal ein bisschen ebenerdig gemacht. Und ich bin aber noch nicht so richtig zum Einrichten gekommen. Das ist alles noch ein bisschen spartanisch. Um das hinterher alles noch toll aussehen zu lassen, ist hinterher noch ein bisschen Zeit. Ich brauche allerdings, wie gesagt, einige Gegenstände. Und mittlerweile werden die Kisten ein bisschen eng. Hier vorne ist alles voll Steine und Treppen und Hölzer und so weiter. Das Inventar ist auch schon wieder voll. Da stellt sich die Frage, lässt sich da jetzt im Moment groß was ablegen? Was habe ich hier? Stein. Bruchstein könnte man eigentlich mal backen wieder. Ach, hier habe ich noch wieder Hühnchen drin. Ja, das sind alles so Sachen. Hier habe ich noch mal Glas, aber jetzt wieder keinen Platz im Inventar, um es rauszuräumen. Müssen wir wieder Platz schaffen. Hier ist auch Glas drin. Hier ist kein Glas drin. Sandstein. Sand. Den tun wir mal hier rein.
können wir noch ein bisschen weiter grillen. Das Glas nehme ich jetzt mal zu mir. Das ist auch Sand. Auch der kann hier nochmal gemacht werden. Hier noch ein bisschen Glas. Da noch ein bisschen Sand. Nächste wieder rein. Ein paar Kohlen nachlegen. Ja, Kohlen könnte ich auch wieder gebrauchen. Das heißt, ich muss mal wieder buddeln gehen. So, hier von der Spinne ein paar Fäden. Haben wir hier noch was zum Ablegen? Auf Anhieb sehe ich da jetzt erstmal nichts. Das ist die Essenskiste. Eigentlich auch schon ziemlich gefüllt. Fast schon zu viel. Also zu viel drin und zu wenig Platz. Da passt jetzt nicht wirklich viel rein. Das lege ich jetzt mal da ab. Eier gehen immer nur 16 Stück. Und dann ist das auch wieder voll. Wie werden wir jetzt die Eier los? Gucken, ob was rausspawnt. So. Nochmal eben vor die Tür. Ein paar Eier an die Wand geworfen. So. So, ein Huhn ist rausgekommen. So, wieder rein. Dann haben wir die überrestlichen Eier auch schon mal vor die Füße weg. Ein Glas haben wir jetzt noch hier. Könnten wir umbauen, könnten wir farbiges Glas rausmachen. Grünes Glas habe ich oben noch. Ich lege das Glas erstmal hier ab. Das ist jetzt im Moment noch nicht so vorrangig. Ja, ist immer alles eine schwierige Sache. Ich spiele das jetzt hier auf der Pocket Edition. Ich spiele die Pocket Edition. Ganz einfach, weil ich denke, ja, man kann es überall dabei haben und egal wo man ist, ob auf dem Klo, im Fahrstuhl oder ja, was weiß ich, in der Schule oder sowas, in der Pause oder wo immer ihr auch seid und ein bisschen Zeit und Muße habt, lässt sich das Game halt zocken. Und das ist schön, man braucht nicht immer einen Computer dabei. Und insofern passt das eigentlich schon ganz gut. So, hier, das wollen wir erstmal rauswerfen. Verrottetes Fleisch, das wollen wir nicht. Jetzt kommt es wieder zurück. Und wieder, was ist denn los hier? So, versuchen wir es nochmal wegzuschmeißen. So, ich hoffe, das hat jetzt gezischt. Ich habe jetzt den Ton, glaube ich, auch abgestellt, weil der nervt mitunter. So, das ist Erde. Der nervt dann schon mitunter und, naja, zumindest bei der Aufnahme hier. Und, jetzt müssen wir hier wieder raus. Jo. So, wie gesagt, hier vorne die Bücherei. Ein bisschen erweitert. Achso, hier vorne hatte ich dann auch geguckt, überall noch Fenster reingemacht, oben drüber auch alles dicht gemacht, damit hier keine Monster reinfallen. Und anfangs hatte ich hier vorne, hier habe ich es jetzt nicht gemacht, auch hier kamen Babykühe rein. Oh, da hinten sind schon wieder, oh, da vorne kriegen wir schon wieder Besuch. Spider-Man. Wo ist er hin? Ja, tummelt sich schon mal wieder allerhand Zeug draußen rum. Und hier habe ich jetzt ein Gitter vorgemacht. Und zwar sind aus dem Nether, hatte ich plötzlich Leute hier rumlaufen, die eigentlich nur im Nether zu finden sind. War äußerst lästig. Die tun einem ja eigentlich nichts. Es sei denn, man greift die einmal an, dann hat man sie am Hals. Um nicht aus Versehen jemanden wegzuboxen und Schwierigkeiten zu bekommen, habe ich gesagt, okay, damit mir hier keiner in der Hütte rumrennt, mache ich hier ein Eisengitter rein,
Wenn ich rein will, dann muss ich eben hier vorne die Tür so ein bisschen aufmachen und dann kann ich auch ins Portal. ja. Hier geht's übrigens in die Mine runter. In die Mine, ja, wenn ich halt Klamotten brauche zum Abbauen. Die brauche ich eigentlich, aber ich habe schon wieder die Taschen voll. Und das gefällt mir im Moment gar nicht. Ich bräuchte mehr Platz. Ich muss mich hier erweitern. Ich habe es allerdings bis jetzt so ein bisschen vermieden, euch damit zu belästigen. Mit der Art und Weise, wie ich baue. Oder wie ich jetzt hier spontan vorgegangen bin. Meine Zeitfenster sind auch jetzt nicht gerade so günstig, als wenn ich jetzt einen Livestream rausmachen könnte. Obwohl das hinterher auch noch angedacht ist. Und es wird wohl hinterher noch dazu kommen. Aber ich bin ja auch nur ein klitzekleiner. Viele kennen mich hier überhaupt noch gar nicht. Die mich überhaupt noch gar nicht auf dem Radar haben. Vielleicht kommt das nochmal. Wäre natürlich schön, wenn der ein oder andere dann soweit es ihm gefällt, vielleicht hier Minecraft-Guru-Meditation ein bisschen publik macht. Vielleicht ein paar Kumpels erzählt oder so, die sich auch dafür interessieren. Wäre eine feine Sache, wenn ihr mich hier unterstützen könnt und mögt. Ah, hier oben hatte ich mal einen Helm gehabt. Habe ich nicht mehr. Den hat es irgendwo weggelascht. Ja. Oder ist er noch in der Kiste drin? Nee. Gut, wenn ich jetzt runtergehe, die Diamantspitzhacke, die bräuchte ich für Obsidian. Obsidian habe ich jetzt im Moment nicht wirklich Verwendung für. Insofern, was ich brauche, eine Eisenspitzhacke. Eisenspitzhacke habe ich noch da. Ich muss Eisen finden. Ich muss Stäbe haben. Da habe ich auch noch welche. Ich brauche wieder Pfeile. Da sind nicht mehr allzu viele von da. Ich will mal gucken, wie viel ich rauskriege. Eben mal ein paar neue Pfeile herstellen. Craften heißt es ja. Schön. So, was kriegt er zusammen? 1x4, 2x4, 3x4. So, Rest packen wir wieder weg. Kommt dann wieder in die Waffenkiste. So. Ja, wie machen wir es jetzt weiter? Wie gehen wir da am schlauesten vor? Hinten in der einen Kiste ist relativ wenig Platz. Sandstein kann man mitunter gebrauchen, finde ich draußen, aber auf der einen Seite noch genug. Ja, ist manchmal ein bisschen schwierig. Wie gehe ich damit um? Ich schmeiße erstmal raus, wenn es mir nicht wieder ins Inventar reinfällt. Einmal Kies, das brauche ich auch nicht. Erde, na gut, Erde kann man zwischendurch schon mal wieder ein bisschen gebrauchen. Obwohl, unter Tage fange ich da auch wieder genug ein, brauche ich jetzt auch nicht. Auch diese Erde brauche ich jetzt nicht. Könnte vielleicht noch eine Truhe aufstellen. Spinnenauge, weiß ich jetzt spontan nicht, was man damit macht. Ich tue es erstmal weg. So. Jetzt darf ich natürlich jetzt nicht so nah rangehen. Jetzt habe ich gleich wieder alles voll im Inventar. Kann ich den Weg oben rum? Ja, hier oben habe ich auch noch ein bisschen ausgebaut. Das war so ein bisschen Höhle. Oh, draußen wird schon wieder dunkel. Ja, Steinspitzhacke, wo wir den Stein mal eben weghauen. Gleich wieder einen neuen dran setzen, damit da keiner reinkommt. Ja, und hier vorne geht dann noch eine Treppe runter. Und hier oben werde ich dann auch noch ein bisschen ausbauen. Wie sich das gestalten soll,
habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung, noch keinen richtigen Plan, wie ich da hier weiter vorgehe. Wird auch wieder einiges improvisiert. Ihr seht im Hintergrund, ich habe überall mal Fackeln gesteckt. Ganz einfach, ich habe mich mal in verschiedene Richtungen begeben, habe dann nur schwer wieder nach Hause gefunden. Bin übrigens dann mal in, ich sag mal jetzt, ich glaube, das ist Norden, in die Richtung hoch. Und naja, hab da so gerade zurückgefunden. Ich bin dann hinterher auch irgendwann mal runter in die andere Richtung, das heißt in diese hier. Und auch da habe ich dann zur Orientierung immer so ein paar Fackeln gesetzt, damit ich den Weg wieder zurückfinde. Das ist wie bei Hänsel und Gretel. Ja, legst du dir deine Spuren, damit du aus dem Wald wieder rauskommst und irgendwo deine Hütte wieder findest. Was ist denn das da hinten? Ach so, auch eine Fackel. Da hinten geht irgendwas auf, Sonne oder Mond. Sieht schon wieder aus, als wenn es wieder hell wird. Nee, da hinten geht was unter. Das ist nämlich, das könnte der Mond sein. Also geht da die Sonne auf. Jawohl, es wird wieder Tag, die Sonne geht auf. Alles easy peasy. So. Da oben, hier übrigens, in dem Kreis, da habe ich vor, dann hinterher auch mal ein bisschen noch mit Glas mit auszubauen. Soll hinterher auf jeden Fall schick werden. Ich denke mal, es hat sich auch schon mal etwas zum Vorteil verändert. Und naja, Stück für Stück wird was raus. Und was ich aber jetzt brauche, ist auf jeden Fall wieder ein paar Diamanten. Diamanten brauche ich, um die Rüstung wieder aufzumotzen. Ich brauche einen neuen Helm. Und die Diamantspitzhacke ist jetzt auch nicht mehr so knorke. Auch da muss ich was tun. Und da schert es mich auch im Moment nicht, was ich für eine Ausrüstung jetzt im Moment habe. Ich brauche Ressourcen. Ich brauche Ressourcen. Und hinterher natürlich auch wieder Pfeile. Noch ein paar Eier klatschen. Ach ne, machen wir hinterher, sollen sie erst noch mal ein paar legen. So. Ja, im Nether hat sich übrigens auch einiges getan. Da könnten wir vielleicht auch noch mal eben kurz reingehen. Ich hoffe, es ist ungefährlich. Wenn nicht, dann habe ich natürlich die Brille auf. Drauf gekackt, gehen wir eben rein. So, auf in den Nether. So, boah, ein Creeper im Nether. Wie kommt der denn hier rein? Ach du Schande, leck mich an die Füße. Mann, 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 jetzt hat der das Tor wieder. Hat der Creeper jetzt das Tor zerstört? Und ich stehe hier wieder mal ohne Feuerzeug, ohne Eisen. Verdammte Hacke, man sollte tatsächlich immer ein Feuerzeug mitnehmen. Jetzt stehe ich zum zweiten Mal hier und kriege das Tor nicht an. Ja Leute, wenn ihr hier irgendwo einen Rat habt, wie man das wieder anmachen kann, wäre ich euch sehr dankbar. Die Fackel alleine, die hilft irgendwo nicht. Damit kriege ich das Tor nicht ans Brennen. Wenn es natürlich doof kommt, muss ich jetzt erst sterben, damit ich wieder zu meinen, verdammt nochmal,
Der Creeper hier vorne, der hat mir noch gefehlt. Naja, hier haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Bruchstein. Werden wir auf jeden Fall hier erstmal schon mal ein bisschen reparieren müssen. Es muss ja auch alles wieder in Ordnung kommen. Stein genug haben, wollen wir sie auch direkt gleich auslegen. Ja, Tor wieder aus. Verdammt. Hier sind noch die Reste von dem ersten Tor. So. Und jetzt habe ich ja zum Glück letztes Mal hier noch was gebaut. So, diese Hütte nämlich, wo mal kein dieser Leute hier was tun, denn bis jetzt sind die friedlich gewesen und das soll auch so bleiben. Ja, stehe ich wieder vor dem Dilemma, dass ich jetzt hier ja das Tor mal wieder in den Fritten habe. Kaputt. Kommen wir hier mal eine kleine Nische rein. Fenster zum Ausblick. Eigentlich könnte es reichen, wenn ich hier eine Fackel ins Fenster setze, in der Hoffnung, dass da nichts durchkommt. So. Bevor ich mich dann gleich in den Tod begebe, werde ich hier gleich noch mal eine Kiste aufbauen, damit ich nicht so wie letztes Mal alle meine Sachen wieder verliere. So habe ich dann immer noch die Möglichkeit, mir meine Sachen wiederzuholen. Hoffe ich mal, davon gehe ich aus. Hat sich jetzt hier nicht viel getan, aber immerhin ein bisschen erstmal. So. Ja, legen wir unten drunter auch noch mal ein bisschen Grund aus. Ja, ja. Ups, das war schon fast zu viel. So, hier stellen wir jetzt unsere Kiste hin. Und in der nächsten Folge wird der geplante Suizid umgesetzt. Neues Let's Play vom Zion Park Video. Eigentlich sollte man meinen, man hätte von Minecraft alles gesehen, aber weit gefehlt. Wir werden uns die ganz Großen holen. Später. Das ist hier schon wieder später. War es das jetzt etwa schon? Ja, wahrscheinlich. Hört man ja schon an der Musik. Entweder es fängt an oder es hört auf. Mann, ich habe nicht mal Zeit gehabt, mich an den Typen zu gewöhnen. Ja, da guckst du halt mal wieder rein. Wird wohl noch eine Folge kommen. Okay, einmal guck ich es mir noch an.